seit dem so wichtigen Sieg gegen die HSG Wetzlar. Die Pause durch die Nationalmannschaft und ein verschobenes Spiel. Auf den heute eine Menge Spielzeit wartet, weil eben Hampus Olsson nicht mit von der Partie sein kann. Gute Besserung an dieser Stelle. Metzner, Heini. Aber er gefällt mir richtig gut. Live Tissier. Überhaupt keine Angst, in die Zweikämpfe zu gehen. Erlangen dreht das Tempo auf. Und wurde dabei unterstützt vom nicht idealen Rückzug. Lassen zu missen ist zum absoluten Faktor geworden, auch wegen dieser Personalie spielt Gideon Guardiola extrem wenig bei den Erlangern. Wieder geht es über das Tempo. Hamburger Fans monieren sicherlich da das Foul gegen Axmann, aus meiner Sicht auch zu Recht, aber brutal schwierig zu sehen aus diesem. Lassen mit einer Einzelaktion. Zweite Chance war Lohin. Und die nutzt er. Schickt Töbling in die falsche Ecke. Ballbesitz in dieser zweiten Halbzeit eröffnet das Spiel von rechts nach links. Zweite Durchgang läuft. Kemper, ein Spiel, Töbling. So Dinge, die dürfen den Erlangern insbesondere in der Unterzahlsituation einfach nicht passieren. Da geht es auch einfach mal darum, Zeit von der Uhr zu nehmen. Müde, Heini. Der nächste technische, auch wenn es von der Anlage gut war, da war wenigstens mal Tempo drin. Endergebnis bleibt das gleiche und das ist ein ganz feines Ding. Aber da hat es Erlangen mal wieder geschafft, das Tempo mal mitzunehmen. Aus der stehen den Hamburgern noch zur Verfügung. Morten sind aus einem ganz spitzen Winkel und der rutscht für ihn durch. Zurück zum 9-Tore-Vorsprung. Die aktive Bewegung zum Ball. Wird ja geahndet. Jetzt fängt Jeppson das Scheibenschießen an. Darf sich über zwei Punkte freuen nach diesen zuletzt zwei extrem bitteren Besorgnis erleben nach Bertram Obling. Nicht unterschlagen möchte ich auch noch den Einsatz von Alexander Hartwig auf der Linksaußenposition. Auch das kommt nicht so häufig vor.